Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei dem ersten Video über die schriftliche Addition mit Übertrag mit dabei seid. Wiederholen wir noch einmal ganz kurz die schriftliche Addition an sich. Schauen wir uns dieses Beispiel einmal an. 564 plus 12 ist gleich. Die 0 vor der 12 steht in Klammern. Theoretisch könnte man die 0 hinschreiben, sie ist aber nicht notwendig, da sie ganz vorn steht. Wir wiederholen noch einmal. Bei der schriftlichen Addition rechnen wir immer von unten nach oben sowie von rechts nach links. Wir schauen uns also die ganz rechten Zahlen zuerst an und rechnen 4 plus 2 ist gleich 6. Also schreiben wir die 6 einmal unten hin. Als nächstes rechnen wir die mittlere Zahl. 1 plus 6 ist gleich 7. Wir schreiben die 7 unten hin. Zu guter Letzt rechnen wir 0 plus 5 ist gleich 5 und schreiben die 5 unten einmal hin. Schauen wir uns nun eine Aufgabe mit Übertrag an. Wir fangen wieder ganz rechts an zu rechnen. 7 plus 5 ist gleich 12. Und nun, wie geht's nun weiter? Nun haben wir zwei Zahlen. Zuallererst ist es wichtig, dass wir uns merken, dass ganz unten immer die Einer stehen und darüber, über der Linie, stehen immer die Zehner. Wir schreiben also nun die 2, also unsere Einer, dort hinein. Und wir merken uns die 1, den Zehner, und schreiben diese Zahl dort hinein. Als nächstes rechnen wir wieder normal weiter. Wir nehmen also alle Zahlen einmal gemeinsam, auch den Zehner aus der Aufgabe davor. Wir rechnen nun also 1 plus 1 plus 6 ist gleich 8 und schreiben die 8 wie gewohnt wieder unten hin. Als letztes nehmen wir wieder die vorderen Zahlen und rechnen 4 plus 5 ist gleich 9. Die 9 schreiben wir unten wie gewohnt hin. Unser Ergebnis ist 982. Schauen wir uns eine weitere Aufgabe an. Wir rechnen wieder 9 plus 7 ist gleich 16. Die Einer standen wieder unten und die Zehner standen wieder oben. Wir schreiben also die 6 Einer bei den Einern rein. Und den einen Zehner, den merken wir uns für die nächste Aufgabe. Und der kommt über die Linie. Als nächstes rechnen wir wieder die Mitte. 1 plus 5 plus 2 ist gleich 8. Wir schreiben die 8 wieder hin. Zu guter Letzt rechnen wir wieder ganz vorn 4 plus 3. 4 plus 3 ist gleich 7, also schreiben wir die 7 wieder unten hin. Unser Ergebnis ist 786. Jetzt schauen wir uns diese Aufgabe mal an. Dort gibt es mehrere Überträge. Wir rechnen wieder zuerst. 6 plus 6 ist gleich 12. Wir schreiben die 2 und merken uns die 1. Als nächstes rechnen wir wieder die Mitte. 1 plus 3 plus 6 ist gleich 10. Wir schreiben also die 0 wieder unten hin und merken uns wieder die 1. Als letztes rechnen wir wieder ganz vorne. 1 plus 5 plus 5 ist gleich 11. Wir schreiben also wieder die 1 nach unten und merken uns die 1 vom Zehner. Zu guter Letzt müssen wir jetzt noch ganz vorne die neue Spalte einmal ausrechnen. 1 plus 0 ist gleich 1, also schreiben wir die 1 vorne hin. Unsere Lösung ist also 1102. Ihr könnt nun einmal das Arbeitsblatt bearbeiten, welches ich euch noch zur Verfügung gestellt habe. Ich wünsche euch viel Spaß!